wollen gleich ein paar Vorhandbälle spielen. Um den richtigen Griff zu bekommen, legen wir den Schläger einmal auf den Boden, greifen von oben den Schlägergriff, sodass die Schlägerfläche ein bisschen geschlossen ist. Wenn wir jetzt gleich spielen wollen, nehmen wir den linken Fuß nach vorne, schwingen den Schläger nach oben und zum Schluss über die Schulter wieder auf. So entwickelt jetzt gleich die Tabelle zu. Ich spiele ihm locker wieder zu. Nachdem wir jetzt ein paar Vorhandbälle gespielt haben, wollen wir natürlich auch ein paar Rückhandbälle spielen. Für den Rückhandgriff stellt euch einfach vor, dass ihr ein Schwert an der Hüfte habt. Dazu greift ihr dann mit der rechten Hand auf den Schläger drauf. Achtet beim Schlagen drauf, dass das rechte Bein vorne ist und euer rechtes Handgelenk, wenn ihr ausgeholt habt, überstreckt ist, sodass der Schläger zum Boden zeigt. Anschließend schwingt ihr bis zur Schulter aus und achte darauf, dass das Gewicht auf dem vorderen Bein ist. Jetzt wird Tobi mir ein paar Bälle zuwerfen. Okay, jetzt haben wir gerade einmal separat Vorhand und einmal Rückhand gespielt. Jetzt wollen wir das Ganze kombinieren. So werfen wir wieder die Bälle zu, ein auf die Vorhand, anschließend ein auf die Rückhand.